Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Wrath of Winter. Ja, wir sind immer noch in den Sturmfelsen, haben halt die Hauptquest bereits abgeschlossen. Müssen nur noch nach Miratur zurück. Haben allerdings eine Nebenquest erhalten, also erstmal das. Dafür müssen wir mit den drei Magiern hier reden. Ah, ein vertrautes Gesicht. Als ich euch befreite, spracht ihr von einem Auftrag. Ihr habt es nicht vergessen. Gut, nun dann hört zu. Ich werde von zwei Magiern bedroht: Zolovin und Gruolun. Die beiden wollen einen Gegenstand, der sich in meinem Besitz befindet: einen Stein. Dieser Stein ist einer von drei Schlüsseln zu einer Truhe, in der ein magisches Artefakt liegt: der Kriecherfetisch. Zolovin und Gruolun sind ebenfalls in Besitz je eines Steins. Nur mit allen drei Steinen gemeinsam lässt sich die Truhe öffnen. Nun wollen mich die beiden Magier beseitigen, um den Fetisch für sich zu haben. Kommt Gruolun und Zolovin zuvor, macht sie unschädlich und nehmt ihnen die Steine ab. Öffnet dann die Truhe und bringt mir den Fetisch. Ihr findet sie weit im Osten, wo die Kriecher leben. Hier, nehmt meinen Stein. Okay. Die drei Steine werden benötigt, um die magische verschlossene Kiste zu öffnen, in der der Kriecherfetisch verborgen wurde. Jeder der drei Magier besitzt einen dieser Steine. Zolovins Stein wird gebraucht, um die Truhe des Kriecherfetisches zu öffnen. Bringt ihn an euch. Und Zolovins Stein. Und euch Renias Stein. Renias Stein wird gebraucht, um die Truhe zu öffnen. Bringt sie an euch. Holt Gruolons Stein. Gruolons Stein wird gebraucht, um die Truhe zu öffnen. Bringt ihn an euch. Öffnet die Kiste im Osten. Ja, da ist ein Leerzeichenfehler. Im Osten eher Sturmfelsen, im Osten der Sturmfelsen und nehmt den Fetisch an euch. Die magisch verschlossene Kiste mit dem Kriecherfetisch steht irgendwo im Osten der Sturmfelsen. Findet sie und öffnet sie mit den drei Steinen und bergt das magische Idol. Ja, wir haben schon mal Renias Stein. Euch kann ich eigentlich gerade mal da lassen. Ihr braucht mir nicht den ganzen Weg hinterher dackeln. Und ja, der Fetisch war irgendwo hier südlich von. Gut, holen wir uns jetzt von Zollwind den Stein. Ihr habt bereits mit den anderen über den Fetisch gesprochen? Bestimmt haben sie euch viele Lügen erzählt. Die Wahrheit ist, Gruolun und Renia haben sich gegen mich verschworen. Sie wollen mich ermorden lassen und meinen Stein an sich nehmen. Weil ihr mich gerettet habt, vertraue ich euch. Hier habt ihr meinen Stein. Erbeutet die beiden anderen und bringt mir, was mir zusteht, den Kriecherfetisch. Dann werde ich euch reich belohnen. Ja, er hat uns ja eigentlich schon was gegeben, nämlich seine Mütze. Ah, Zollowitzstein, ja, die Mondmünze. Müssen wir uns nachher entscheiden, welchen der drei Magier wir den Stein, dem Fetisch geben. Und ja, Fetisch klingt sehr komisch. Es ist eigentlich fast egal, wem wir ihn geben. Die Belohnung, die dabei rausfällt, ist, naja. Also jetzt am Anfang bringt es noch etwas, aber später dann bringt es fast gar nichts mehr. Wer schickt euch? Die Schlange Renia? Der falsche Zolovin? Glaubt ihnen kein Wort. Die Wahrheit ist, die beiden wollen mich hintergehen, um an meinen Stein und damit an den Kriecherfetisch zu gelangen. Mir allein gebührt der Fetisch. Außerdem kann ich euch ein besseres Angebot machen als die beiden zusammen. Nehmt Renia und Zolovin die Steine ab und bringt mir den Kriecherfetisch. Dann werde ich euch reich belohnen.
Hier, nehmt meinen Stein. Gut. Damit haben wir alle drei Steine. Oh, und ich habe noch Attributspunkte zu vergeben, fällt mir grad so auf. Also wieder in jedes von denen ein. So. Das heißt, wir haben alle Steine. Wir können uns jetzt den Fetisch holen. Wir sind Level 7 mittlerweile, was gut ist. Da sind wir schon mal etwas höher als die Gegner nachher wieder in Miratur. Also gerade das Kita-Lager, was auf dem Weg ist. Und die Tiermenschen und alles andere, was uns da so im Weg steht. So, Skergdorf, Lager von Setrius. Es ist schön, dass die beiden immer mitgeportet werden. So, jetzt ist aber erstmal der Wumpus dran. Ich hoffe einfach mal, dass wir für den Wumpus mit unseren Totems klarkommen werden. Für den Klar. Vorwärts, vorwärts! Zu den Waffen. So, ihr folgt mal. Ah ja, der Wumpus. Okay, er ist Level 9. Die meinen es ernst. Auf mein Zeichen. Für den Clan. Okay, jetzt muss der Wumpus weg. Entdeckung! Genau, haut auf ihn. Oh ja, vergiftet ihn. Haut auf ihn ein. Tötet ihn. Jetzt hat er keine Lust mehr. Wumpus ist tot. Zunge des Wumpus. Grubenkämpferhelm. Stab des Scharlatans. Stab der Gedankendiebe. Okay. Gut. Wir haben den Wumpus erledigt. Können seine Truhe hier oben noch plündern. Was liegt an? Wo sind die Gegner? Können euch einfach mal zum Orkmonument zurückschicken. Stumpfes Kurzschwert oder Schild des Galertius. Okay. So, als nächstes brauchen wir den Kriecherfetisch. Genau, der ist in der Truhe da. Die sehen wir zum Glück schon. Ja, damit sind auch die Sturmfelsen komplett befreit von Gegnern. War, glaube ich, einer der Fehler, die ich damals gemacht habe. Ich habe die Kita-Elite leben lassen, anstatt mir ihre Erfahrungspunkte zu holen. Also als ich damals das erste Mal Breath of Winter gespielt habe.
Ja, anstelle von Schlüssellöchern sind in der Truhe drei seltsam geformte, faustgroße Mulden eingelassen. Solowinds Stein in die erste Mulde stecken. Der Stein passt genau in die Mulde. Im Riegel im Inneren der Truhe öffnet sich. Renias Stein in die zweite Mulde. Der Stein passt genau. Ein Riegel öffnet sich. Und in die dritte Mulde. Die Truhe ist nun offen. Ja, der Kriecherfetisch. Einfach nur ein getrockneter Kriecher. Questbuch wurde aktualisiert. Gibt dem Fetisch einen der Magier. Der Fetisch wurde geborgen. Entscheidet, wem der drei Magier gebührt und übergebt ihn. Sagen wir so, ich hatte das erste Mal Zolovin, das weiß ich. Noch. Weil er, halt ein Weißmagier ist. Man sieht es den dreien an. Sie ist Elementarmagierin, also Renja, und er ist ein Dunkelmagier. Hatte ich Zolovin. Und habe von ihm halt zwei weiße Magiesprüche gekriegt. Die am Anfang nett klangen, aber ziemlich schnell ihren Wert verloren haben, muss ich sagen. Komm du mal her, wir verkaufen schon mal Schrott. Nämlich Nagelkeulen. Die braucht keine Sau. Und ja, den Helm hier, den kann ich auch verkaufen. So. Haben wir ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Und ich habe halt auch gerade keine Ahnung mehr, was man sonst noch gekriegt hat. Von dem her werde ich hier das Let's Play mal speichern. Und da gehen wir einfach ihr den Fetisch und gucken mal, was wir rauskriegen. Und ja, ich weiß noch, die Münzen waren für was Späteres recht wichtig. Deswegen gucken wir mal, was für eine Münze wir von ihr kriegen. Wenn wir auch eine kriegen. War sollten. Eure Suche erfolgreich? Habt ihr den Fetisch? Ja, hier. Ich übergebe ihn euch. Vielen Dank. Jetzt werden sich Kolon und Zolovin bestimmt rächen. Ja. Da sind sie schon angepisst. Die Quest ist aber schon abgeschlossen. Oh, wir haben eine Sternenmünze von ihr gekriegt. Und elementare Essenz Stufe 2. Spruch wirkt gleichzeitig wie ein Feuerschlag, Eisschlag und Geschoss mit geringer Wirkung. Mhm. Und ja, die beschwören halt. Gegenseitig ordentlich Truppen. Linien müssen halten. So, einfach die Magie ausschalten. Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Wow, 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 au, 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 au. Okay, ihnen geht langsam das Mana aus.
So. Also ja, ich denke, die Sternenmünze ist schon mal praktisch, dass wir die gekriegt haben.